Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und dieses Mal spielen wir den neuen Überlebenden, den ich noch nicht gespielt habe. Ich habe ihn ein bisschen hochgelevelt, also bis Level 3. Ihr seht, ich habe noch ein paar Blutpunkte übrig. Und ich wollte wenigstens einen Perk mitnehmen, aber es ist kein einzigartiger Perk. Also, wir spielen den William Bill Overbeck. Okay, ich schau mal ganz kurz, was haben wir hier. Wir werden wahrscheinlich in den Sumpf kommen, okay. Er hat 3 neue einzigartige Perks, beziehungsweise die nimmt er mit. Oder bringt er mit. Das ist einmal, ich kenne die jetzt nur auf Deutsch, die geliehene Zeit, so heißt einer von den Perks. Und diesen Perk habe ich schon öfters mal im Spiel gesehen. Wenn du diesen Perk hast und jemanden vom Haken rettest, dann allerdings geschlagen wirst und du blutest davor schon, gerätst du nicht sofort in den Todesstatus, sondern es, ja, wie soll ich sagen, du kommst in so einem Ausbluten-Timer. Das heißt, du hast eine gewisse Zeit, vom Killer wegzukommen, du liegst nicht am Boden, du kannst dich noch bewegen. Wenn du allerdings dann wieder geschlagen wirst oder wenn der Timer dann abläuft, liegst du auf dem Boden. Dann muss man dir helfen, beziehungsweise dann muss man dich heilen. Das ist der erste Perk, finde ich ehrlich gesagt nicht mal so schlecht. Dann gibt es noch den anderen Perk, unbeugsam. Da ist es so, dass du dich einmal komplett in der Runde von der Todes... Oh, ich lagge wieder. Oh Gott, Moment, ich erzähle sofort weiter. Deswegen, ich habe jetzt keine Sabotage mit. Oh, klasse, jetzt ist er. Jetzt ist er direkt hier. Das Ding ist, ich sehe nichts. Ich sehe absolut gar nichts. Lauf mal schnell zum... Damit ich mir hier... Ach, so jetzt. So, jetzt kann ich was machen. Du kannst dich einmal komplett vom Todesstatus, wollte ich sagen, erholen. Oh, der ist hier wahrscheinlich irgendwo. Ach, die wird jetzt in den Keller gebracht. Oder? Jo. Wir werden jetzt mal versuchen, sie zu retten. Wie gesagt, ich habe nur einen Perk mit dabei. Der ist hier irgendwo bei mir in der Nähe. Ich komme. Ich sterbe. Ach, jetzt kommt er wieder zurück. Egal, lass mich vor. Lass mich doch vor. Na gut, wenn du nicht möchtest. Oh je. Oh je. Oh, ich bin so langsam, habe ich das Gefühl. Aber er läuft mir nicht hinterher. Nein, er läuft mir nicht hinterher. Boah, der... Ich finde den William Bill irgendwie ein bisschen... Ich sag, spricht man ihn einfach William oder Bill aus? Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Oh, ich kann sie heilen. Ich weiß nicht, warum sie zuerst gegangen ist. Komm, lass mich dich doch heilen. Ach, dann nicht. Komm her. Ich habe dich gerettet. Ich kann dich auch heilen. So. Ein bisschen heile machen. Oh, oh. So, geheilt. Dann gibt es noch den Perk zurückgelassen. Das heißt, wenn du der letzte Überlebende bist, dann hast du einen Bonus von... Weiß jetzt natürlich nicht auswendig, tut mir leid. Und du kannst... Also du hast eine erhöhte Reparatur... Geschwindigkeit, meine ich, war das. Also du kannst schneller Generatoren reparieren. Kann man bestimmt auch mal anwenden. Ich probiere es mal aus. Vielleicht spiele ich den jetzt auch ein paar Runden. Ist jetzt noch ein bisschen am Anfang schwierig, weil ich absolut keine Perks mit ihm habe. Aber ich versuche die geliehene Zeit, also den ersten Perk, den ich genannt habe, zu bekommen. Weil ganz ehrlich... Der kommt hier hin. Jetzt geht er bestimmt dahin. Der hört sich schon nicht schlecht an. Also den finde ich sehr interessant.
Und den habe ich schon öfters mal bei anderen Spielern gesehen. Scheibenkleister, Entschuldigung, mein Fehler. Den habe ich schon öfters mal bei anderen gesehen und der hat mir auch, der hat mir auch öfters mal das Leben gerettet, sagen wir mal so. Da konnte ich noch schnell entkommen, deswegen ist das schon ganz schön praktisch. So, was haben wir hier? Sie nimmt das. Ah, okay. Sie nimmt das Tote mit. Ich laufe mal zum nächsten Generator. Ich bin gespannt, wie diese Runde wird. Oh, da hinten ist er. Kann ich doch jetzt hier ganz schnell den Generator machen. Ach komm, ich war drauf. Jetzt kommt er wahrscheinlich hier hin. Ich vermute, dass er jetzt hier hinkommt. Ich kann euch gleich noch vorstellen, was es denn für... Nicht so gut. Okay, der wird jetzt, glaube ich, wollte nicht trollen. Ich muss ein bisschen Zeit herausschlagen. Oh Gott. Oh oh. Keine Ahnung, wo der ist. Der hat mich verloren. Ich wusste nicht, dass da noch jemand ist. Okay, mich hat er verloren. Huiuiuiuiui. Ich zeige euch auch gleich noch, was es denn Neues mit ihm gibt. Also welche Anzüge, was er alles mitbringt. Ist hier ein Generator irgendwo? Nee. Stefka, du brauchst halt nicht nach unten gucken. Unten im Keller gibt es keinen Generator. Da habe ich übrigens auch gar keinen Keller. Okay, hier sind alle Generatoren schon gemacht. Ach, da ist einer. Oh, aber der... na, mag ich jetzt nicht so, den hier zu machen. Egal. Wir machen den trotzdem. Wird schon schief gehen. Ich darf es jetzt einfach nicht verkacken. Bis jetzt läuft die Runde doch... Ich darf es nicht verkacken. Ganz gut. Gehe ich zurück? Ach komm. Ich gehe einfach zurück. Wir machen hier weiter. Ich höre ihn allerdings ein bisschen weit weg. Übrigens habe ich jetzt mal den Sound vom Moment, ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Ah, da ist einer. Den Sound vom Spiel habe ich etwas runtergedreht. Und meine Stimme etwas nach oben. Also meine Aufnahme. Ich hoffe, man hört mich jetzt besser. Ich muss ein bisschen rumprobieren, aber ich glaube, mit ein bisschen Übung geht das schon. So, ich bin jetzt hier gleich fertig. Ja, gleich ist ein bisschen, ein bisschen optimistisch. Aber er gefällt mir ganz gut. Also so Schnitzelbrötchen ist abgehauen. Schnitzelbrötchen hat anscheinend keine Lust mehr. So, ich habe den Generator. Aber ich gehe zum anderen Ausgang. Doch nicht. Da
Dann mach du den Ausgang auf. So, und dann mache ich gleich heile, heile. Das war eine schöne Runde. Schade, dass Schnitzelbrötchen abgehauen ist. Oder vielleicht hatte er ja wirklich einen Disconnect. Kann ja auch sein. Oh, da kommt er schon. Ja gut, oh. Ich versuche mal zu helfen. Ich weiß noch nicht wie. Nein, nein, das wird... Oh, jetzt bin ich dran. Ich laufe einfach zum anderen Ausgang. Ja, ich laufe einfach zum anderen Ausgang. Oh, da war die Luke. Ist natürlich die Frage, ob er zu mir kommt. Ein bisschen Angst, weil der kann sehr schnell von einem Ort zum anderen gelangen mit seiner Kettensäge. So, ich gehe jetzt aber auch raus. Ganz ehrlich, ich glaube, die, also der war auf dem Berg, den hätte ich jetzt auch einfach rausgehen können. Ich glaube, die wollen jetzt einfach nur noch Punkte sammeln. So, ich gehe jetzt raus. Beide Tore sind offen. Das eine Tor war auch auf, also hätte er rausgehen. Ich glaube, wir haben einen Pass. Ich glaube, wir haben ein paar Punkte gesammelt. Ja, schöne Runde. Hat mir sehr gut gefallen. Hat mir wirklich gut gefallen. Ey, also er macht mir wirklich Spaß. Sag mal, wir fangen direkt mit der nächsten Runde an. Ich hoffe, wir kommen jetzt schnell raus. Was kann ich noch zum Bill sagen? Ich kann ja ein bisschen noch reden. Ach, da sind wir schon drin. Und dann zeige ich euch erstmal, was es denn für... Huch, wo haben wir es denn? Anpassen, da. Oh, wir haben keinen Koffer, müssen wir wahrscheinlich noch freischalten. Ach, wir haben wirklich nur die? Ja gut, wusste ich jetzt nicht. Wir haben nur diese Anziehsachen. Ich weiß gar nicht, wie kriegen wir denn die anderen? Das müsste ich dann nochmal irgendwie herausfinden, aber das kann man ja machen. Dann kann ich euch das in der nächsten Runde erklären. Ich würde auch gerne irgendwann mal die Lori spielen. Die habe ich auch noch nie gespielt, aber ich glaube, Lori kann man sehr schnell sehen, einfach wegen den blonden Haaren. Da müsste man ein bisschen aufpassen. Ich bin verwundert, warum das Spiel jetzt so gut funktioniert hat, weil ich eigentlich wirklich keine gute Spielerin bin, wenn ich keine Perks mit dabei habe. Jetzt geht es auch einfach nicht an. Also ich habe ein paar Punkte, wie viel, 300, über 300.000 waren das jetzt? Ich habe gar nicht jetzt richtig geschaut. Aber die möchte ich gerne für die Mac ausgeben oder für die Claudette, das weiß ich noch nicht, weil bei der Mac brauche ich unbedingt die Selbstfürsorge, dass sie sich selbst heilen kann. Das wäre mir ganz lieb. Und also ich finde das so stark, ich finde diesen Perk so stark, weil du nicht immer andere Überlebende um dich rum hast oder wenn du dann die Letzte bist oder ihr seid zu zweit dort, das kann ja auch sein, dann kannst du dich selbst heilen. Das ist echt, echt nicht schlecht. Genau, Bill, also ich weiß, es ist ein bisschen spät, dass ich hier William Bill, ich nenne ihn jetzt einfach mal Bill, dass ich Bill so spät jetzt hochgeladen oder so spät präsentiere. Er kam, meine ich, zum Update vom 8. März hinzu. Ja, mittlerweile, was haben wir denn heute? Heute, ich lag auch direkt heute das Video hoch, den 23. März. Ja, gut. Ein bisschen spät, aber ich hatte es einfach nicht mehr auf dem Schirm, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt nicht mehr daran gedacht. Irgendwann dachte ich mir so, also man sieht ihn jetzt echt oft im Spiel und dann dachte ich mir so, oh nee, Haddonfield, ich mag die Map nicht. Verdammt. mal gucken, wie diese Map wird jetzt. Kann ich mich bewegen? Ah, ich kann mich bewegen. Yay. So. Ist hier ein Keller? Tatsächlich. Ah nee, hier ist kein Keller, hier ist ein... Hier müsste es doch auch einen Generator geben. Ah, der steht ein bisschen blöd. Ich mag es eher, wenn er hier an der Treppe ist. Wollen wir den einfach mal direkt anfangen?
Ja, oder? Ach, fangen wir den einfach mal direkt an. So, die Builds, sage ich schon, die werden gerne gespielt. Und ich kann jetzt auch verstehen, warum. Also er macht irgendwie Spaß, so vom Handling, sage ich mal. Ich weiß nicht, warum. Macht der, oh nein. Oh nein, 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 nein. Macht der, Kakerlaken. Macht der wirklich Spaß? Ich muss hier raus. Ich glaube, es war die Hexe. Hat sich auf jeden Fall so angehört. Ich laufe jetzt nicht, damit die Hexe nicht weiß, wo ich bin oder wo ich hingelaufen bin. Oder wo ich hinlaufe, so. Oh, ich werde mich wahrscheinlich gleich richtig erschrecken. Ich vermute, dass es die Hexe war. So, ja, es ist die Hexe. Unten ist ein Keller. Da gehe ich jetzt aber nicht hin. Es ist logischerweise erstmal klüger, die Generatoren zu machen, denn für die... Ups, da wurde jemand gekriegt. Ich schaue mal eben, wo kann ich denn am besten raus? Und hier kann ich dann gucken, ob jemand kommt. Okay, dann stelle ich mich jetzt hier hin. Die Kisten aufräumen oder Totems machen, das kann man immer. Aber die Generatoren jedes Mal machen, das geht sehr schlecht. Oh, ich sehe das hier ganz schlecht, einen Fähigkeitscheck. Denn wenn du irgendwann allein auf der Map bist und du musst noch 4 Generatoren machen, ist es ein bisschen schwierig. Habe ich jetzt, glaube ich, ja, ich habe es einmal geschafft in einem Spiel, das habe ich auch hochgeladen. Deswegen sollte man zuerst immer die Generatoren machen und dann die Totems, beziehungsweise dann die Kisten. Jetzt ist die Frage, okay, er wird irgendwo hingebracht. Ob ich dann helfen kann oder ob ihm jemand anderes hilft, ich weiß es nicht. Hui, das war knapp. Ja, ja, okay, er wird gerettet. Boah, das war aber knapp. Sie kommt, glaube ich, in meine Richtung. Ich mache jetzt einfach den Generator hier fertig. Das müsste gleich soweit sein. Ich finde den ganz cool mit seiner Zigarette im Mund. Also, haben die ganz gut gemacht. Ist ja ein Spieler, meine ich, von Left 4 Dead. Den sie hier mit reingenommen haben. Wo ist sie hingebracht? Ah. Ich habe gerade meinen Kopf nach links bewegt. Logischerweise funktioniert das nicht. Ach, unter mir war ein Keller. Oder? Ja, ja, sie ist unter mir. Das heißt, ich gehe sie retten. Ach, sie baut jetzt hier überall diese Bücher hin. Oh. Die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das Ding ist, sie ist noch sehr in der Nähe. Oh Gott, ich werde mich jetzt sicherlich erschrecken. Oh. Jawohl. Ja, ist okay. Lass mich doch zuerst gehen. Achso, es kommt keiner. So, wo möchtest du hin? Heile, heile, Mann. Sie campt nicht. Finde ich sehr gut. Vielen Dank, dass du das machst. Oh, er hing schon. Okay, da gehen wir ihn jetzt mal retten. Ich laufe. Ich laufe. Gib nicht auf. Keine Ahnung, wo die ist. Das Ding ist, wir haben nicht viel Zeit. Okay, einer hat jetzt hier eine Kiste aufgemacht. Warum hilft ihr denn nicht? Ja.
Okay, ich hab's abbekommen. Kein Problem. Oh, guck mal, keiner hat ihm geholfen. Außer ich. Es ist im Hinterhalt. Ja, gut. Schade. Ja, ich würde es sehr befürworten, wenn mich jetzt einer rettet. Also, ich habe gehört, dass irgendjemand eine Kiste aufgemacht hat. Oder ein Totem oder so. Irgendwas. Aber statt dahin zu gehen. Schade. Okay. Kommen die mich retten? Ich habe zwei von euch jetzt gerettet, bitte. Einer macht einen Generator, finde ich gut. Und hier kommt jemand von hinten. Also sie kennt wirklich nicht. Klasse, finde ich. Oh, vielen Dank. Oh, sie ist da hinten. Das Ding ist, ich kann mich nicht heilen. Ich gehe mal zu diesem Ausgang. Weiß noch nicht, ob das so schlau ist. Fuck. Nein, nicht schlau. Ich gehe zum anderen. Hoffentlich ist da jemand und kann mich heilen. Danke. Und dann müssen wir sie retten. Das Tor ist auf. Wo ist sie denn? Ich glaube, sie geht zurück. Sie wird gerettet, sehr gut. Guck einfach noch, ob ich ihr irgendwie helfen kann, ob ich einen Schlag auf mich nehmen kann. Hä? Doch, da läuft sie lang. So, heile, heile machen. Das war doch schön. Ah, ich hätte vielleicht... ich hätte vielleicht die Hexe noch ablenken können. Das hätte ich vielleicht... Huch! Ach, sie war im Ausgang. Okay, gut. Die beiden hätten jetzt rausgehen können, deswegen gehe ich jetzt auch... Immer wenn die am Ausgang stehen, gehe ich einfach raus mittlerweile, weil die können das ja machen. Und wenn sie dann jetzt nochmal reingehen, um irgendwie was zu farmen, dann ist das jetzt nicht mein Fehler. Oder da waren die einfach jetzt gerade gierig. Und wenn sie dann noch getötet werden, dann ist es eben so. Die erste Runde hat mir ein bisschen mehr gefallen, aber die Runde hat auch Spaß gemacht. Und ich glaube, wisst ihr was? Ich glaube, ich spiele den jetzt öfters. Der hat mir Spaß gemacht. Vielleicht liegt das jetzt an den, oder lag es jetzt an den Runden, ich weiß es nicht, aber er hat mir Spaß gemacht. Aber die erste Runde, die hat mir gefallen. Die erste Runde war jetzt wirklich, war wirklich schön. Also, wie ich da ausgewichen bin, sowas macht Spaß. Sowas macht wirklich Spaß. Okay, ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwas dazu schreibt, was ich vielleicht hätte besser machen können. Das hilft mir auch immer. Man lernt ja nur dazu. Und ich kann nicht alles wissen. Und falls ihr irgendwelche Tipps habt, Tipps zu bestimmten Karten habt, zu bestimmten Maps habt, wo man sich verstecken kann, wie man am besten wegläuft, was man macht zum Beispiel, wenn er hinter einem ist, ob man da durch Fenster springt oder ob man Hindernisse runterschlägt, da bin ich mir noch nicht so wirklich sicher. Das ist bei mir immer so ein bisschen random. Gerade wo ich hinlaufe, das nehme ich mit. Deswegen könnt ihr mir das gerne schreiben. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Tschüss!